DEMEA – Connecting Digital Health. Kurs, ich freue mich unglaublich, dich hier zu treffen. Und das Besondere ist, dass wir jetzt hier zusammentreffen, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kennen. Wir haben uns noch nie in echt gesehen. Wir sehen uns, glaube ich, erst zum dritten Mal live. Wie kommt es? Das kommt dadurch zustande, dass wir gerade ein Buch schreiben. Und dafür habe ich dich gesucht und gefunden, sozusagen als Co-Autor, um mit zu überlegen, welche Auswirkungen den Klimawandel und Gesundheit hat auf dein Fachgebiet, nämlich Unfallchirurgie und Orthopädie. Ich war selber Anästhesist lange und arbeite jetzt in einer NGO, um genau diesen Themenkomplex voranzubringen. Und über meine Funktion in der NGO sind wir letztes Jahr in Kontakt gekommen zu diesem Kongress. Genau. Und jetzt sitzen wir hier. Was muss man sagen? Ich freue mich, ehrlich gesagt, obwohl wir persönlich uns nie gesehen haben, ist es jedes Mal eine Freude, dich zu sehen. Und ich finde es ja toll, dass es Menschen gibt, die sich wirklich für dieses Thema, was wir beide ja sehr am Herzen haben, unser Klimawandel und Nachhaltigkeit, immer wieder stark machen. Und ich finde deine Arbeit in der NGO einfach toll, dass du als Oberarzt von einem großen Uniklinik LMU weggegangen bist und sozusagen diese Arbeit machst, finde ich absolut unglaublich. Jetzt, wenn wir darüber sprechen, wir sind jetzt beim DEMEA. Die sehen sich ja sozusagen eher als, wo auch, es geht auch um Gesundheitssystem, was wir ja auch zu Hause sind in Gona, Health und IT, die das so jetzt zusammenbringen. Wie passen jetzt unser Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit da rein? Ja, ich habe ja schon erwähnt, sozusagen Klimawandel und Gesundheit. Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter hat ja die Temperaturerwärmung global um 1,2 Grad zugenommen, vielleicht sogar 1,3. Früher dachte man, die ersten Klimakipppunkte, das heißt Punkte, wo eine selbstverstärkende Mechanismen in Gang treten und auch eine Irreversibilität greifen bei 4 bis 5 Grad. Dann ist es korrigiert worden auf 2 Grad und jetzt im Sommer kommt der letzte IPCC-Bericht raus und da werden wir wahrscheinlich ganz klar schwarz auf weiß sehen, dass die Kipppunkte losgetreten sind. Das heißt, es treten jetzt irreversible Prozesse in Gang, die wir nicht mehr stoppen können. Das Einzige, was wir machen können, wir können sie verlangsamen. Und das ist enorm wichtig, Zeit zu gewinnen, damit wir nämlich Zeit haben, uns anzupassen. Denn ich in geologischen Dimensionen gesprochen, passieren jetzt Veränderungen, die rasend schnell Reaktionen erfordern. Wenn man das sozusagen in Verhältnis setzt zum Menschenleben, dann sind es jetzt 3 Sekunden, wo wir Zeit haben, eigentlich die Reanimation zu beginnen. Das ist das, wovon wir sprechen. Und deswegen ist es ein Notfall. Warum ist es ein medizinischer Notfall? Das ist ein medizinischer Notfall, weil wir an allen Stellen Auswirkungen sehen auf das Gesundheitswesen. Du hast es selber rausgearbeitet für die Orthopädie, Unfallchirurgie. Aber in dem Buch sehen wir eben auch in vielen anderen Bereichen die Auswirkungen. Und das Bekannteste ist natürlich jetzt Hitze. Und wir haben Hitzetote, eine Übersterblichkeit durch Hitzetote. Übrigens auch letzten Sommer während der Pandemie sind viel mehr Leute im Sommer zumindest an Hitze gestorben als an der Pandemie selbst. Aber wir sehen natürlich auch eine Zunahme von allergischen Erkrankungen, von Atemwegserkrankungen. Wir sehen Malariafälle in Deutschland, die es vor ein paar Jahren so nie gegeben hätte oder vor 10 oder 20 Jahren nie so gegeben hätte. Und was hat es mit dem Gesundheitssektor zu tun? Der Gesundheitssektor muss natürlich nicht nur diese Krankheiten behandeln und damit umgehen und selber sich schützen vor Hitze, sondern er trägt natürlich auch erheblich bei zur Klimakrise, weil er selbst CO2 emittiert. Und ja, die Zahlen sagen, dass wir in Deutschland bei über 5, aber im globalen Maßstab der Gesundheitssektor eben 5% zu den Treibhausgasemissionen beiträgt. Und deswegen sitzen wir hier und sprechen darüber, welche Rolle die IT halt auch hat. Interessant. Wie kann man sich vorstellen von jemandem, der sich damit mit dem Thema nicht beschäftigt, ist es 5% CO2 oder Carbon Footprint Emissionen? Wie kommt das zustande? Kannst du es mal erklären? Ja, da gibt es Protokolle, die letztendlich die Grundlage dafür sind, solche Berechnungen anzustellen. Und es gibt Input-Output-Analysen, das sind sogenannte, also ja, das sind eigentlich Top-Down-Analysen, wo man einfach die Warenströme sich anschaut und dann kann man letztendlich daraus diese Zahlen ableiten. Ne? An der Stelle im Gesundheitssektor Vorreiter ist der NHS, also das britische Gesundheitssystem. Die haben das ganz systematisch für sich analysiert. Das machen sie übrigens seit mehreren Jahren und sind dadurch Deutschland weit voraus, und sicher 5, 6 Jahre Wissensvorsprung. Und die folgen sozusagen an der Stelle im Greenhouse Gas Protocol, um das systematisch aufzuschlüsseln in verschiedene Scopes. Es gibt Scope 1, das ist das, was direkt in den Gesundheitseinrichtungen entsteht, zum Beispiel durch Anästhetika, aber auch die Verbrennung fossiler Energieträger. Das zweite ist, wo beziehen die ihre Energie her? Sind es regenerativ erzeugte Energien aus den Stadtwerken oder ist es die Photovoltaikanlage auf dem Dach? Und Scope 3
der letztendlich den größten Teil ausmacht, mit 2/3 der Emissionen, bezieht sich auf die Lieferketten und da an der Stelle eben auch zum Beispiel geht es um die Mobilität von Patienten, von den Pendlern, wo kriege ich die Medikamente her, wie sind sie produziert worden und so weiter. Und diese Analysen, Top-Down, Input-Output, kann der NHS da, wo es überall möglich ist, noch von Bottom-Up-Analysen ergänzen, sagen, an der Stelle haben wir genau den und den CO2-Fußabdruck und deswegen kriegen die sehr valide Zahlen. Genau, weil ich jetzt gerade Mobilität gesagt habe, da hast du doch zugearbeitet, deswegen würde mich total interessieren, welche Zahlen ihr da für euch rausgefunden habt, weil da spielt ja Digitalisierung in dem Zusammenhang eine Rolle als Möglichkeit, auch Mobilität vielleicht zu reduzieren. Absolut richtig. Also wenn man die Zahlen von NHS sieht, und man muss sagen, das sind die einzigen, die richtig relevante und valide Zahlen haben und sich analysiert haben, was eigentlich die Transporte innerhalb oder bezüglich der Gesundheitssystem hat. Das heißt, das geht um den Pendler, die sowieso zur Arbeit fährt. Es geht um Patienten, die zum Arzt fährt oder zum Gesundheitssystem. Es gibt aber auch die ganzen Transporte. Patient A geht von Krankenhaus B zum C und so weiter und so fort. Das fließt alles rein. Man muss sagen, das ist die einzigen valide Daten, sind aus England. Leider kann man England mit Deutschland nicht direkt vergleichen, weil es sind einfach zwei verschiedene Systeme sind, Gesundheitssysteme, die man nicht 1:1 übernehmen kann. Das heißt, bei uns muss man eigentlich diese Zahlen nochmal erheben und evaluieren. Wir versuchen das gerade für unsere Uniklinikum zu machen, um das ein bisschen zu verstehen. Wir sind aber in Anführungszeichen, Covid hatte uns ja alle vieles gelernt, digitaler zu werden, aber auch viele, viele, viele schlimme Seiten gab. Aber man muss sagen, für Medizin und für ein Gesundheitssystem hat es in einem Bereich eher was Positives gehabt, das war um Digitalisierung. Warum war das wichtig? Also wir wollten auch schon lange Zeit Telemedizin und Videosprechen einführen. Wir haben uns ein bisschen vor uns hergeschoben, haben wir geguckt, wann machen wir das, wie machen wir das. Aber durch den Covid haben wir noch einen richtigen Schubster bekommen, dass wir doch damit starten brauchen. Sowohl die Patienten haben danach gefragt, als auch wir wollten die AHA-Regeln ja viel besser umsetzen. Je weniger Patienten dahin kommen, wo es Covid gibt, wo es Patienten gab mit Covid, desto Risiko ist, dass man das wieder irgendwo verstreut. So, das war die Idee. Wir haben es auch umgesetzt. Wir haben eine Videosprechstunde in der Klinik vor Ort über die Unfallchirurgie eingeführt. Und wir sind da, haben natürlich analysiert, geguckt, wie die Patienten zufrieden sind. Die meisten Patienten waren zufrieden. Aber was wir auch noch analysiert haben, und jetzt kommt das die Nachhaltigkeit-Effekt, was du angesprochen hast. Was passiert, wenn die Patienten nicht zu unserer Klinik fahren? Ist das denn besser oder ist es schöner, ist, wenn meine Patienten persönlich sind? Wir haben festgestellt, was glaube ich auch typisch ist für viele Unikliniker oder Maximalversorger, dass ein großer Anteil von Patienten, bei uns sind es ca. 30% von Patienten, eher über 50 Kilometer weg wohnen und zu uns fahren müssen, hin und zurück. Und meistens, diese Patienten sind ja kranke Menschen, die meistens selber alleine nicht fahren. Insbesondere in den Orthopädie-Unfallschulungen haben die irgendwas am Bein, Arme, Rücken, wo es sowieso schwierig macht, selbstständig Auto fahren. Das heißt, jemand muss sie dahin fahren. Das heißt, zwei Personen mussten mit Auto irgendwo hin, um sozusagen nur, damit eine behandelt wird. Und wir haben einfach geguckt, was passiert, einfach wenn wir unsere Patienten, die nicht ein großes Kollektiv ist, also prozentual gesehen an unser Gesamtkollektiv, was wir täglich in unserer Ambulanz sehen, ist das nicht groß, aber wir wollten das einfach analysieren, macht das einfach ein Gefühl zu kriegen. Wir haben festgestellt, beeindruckenderweise, wenn man sich diese Zahlen sich anguckt, auch wenn es kleiner waren, dass allein durch diese kleine Videosprechstunde, was wir eingeführt haben, haben wir Ersparnisse, als ob ein Pendler jeden Tag von Köln nach Bonn fahren würde und wieder zurück mit Auto. Das heißt, das sind unglaubliche Zahlen innerhalb eines Monats, wenn man nur Videosprechstunde einführt. Auch, man muss klar sagen, wir haben nicht nur die eine Seite geguckt, wie viel Autos verbrauchen. Wir haben auch geguckt, was passiert, wie viel verbraucht ein Strom, wie viel, was braucht man für den Computer und so weiter. Das haben wir sozusagen gegenrechnet und trotzdem haben wir diese Ersparnisse, was ja beeindruckend ist. Man muss klar sagen, Videosprechstunde ist super von der Seite. Es hat natürlich viele Sachen, wir können Patienten nicht anfassen, richtig untersuchen, das können wir nicht. Ja, aber ich glaube, wir sind an der Anfang. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Die Technologie wird sich weiterentwickeln, wo wir vieles auch das anders umsetzen können, als was wir heutzutage als Mediziner kennen. Mit Anfang, genau. Ja, das heißt aber, dass da neue Optionen letztendlich jetzt entstehen, die uns ermöglichen, da Verbesserungen zu erreichen. Und die müssen wir halt so ausgestalten, dass es wenig, dass die Versorgungsqualität darf darunter nicht leiden. Die muss halt gleich bleiben. Wir sind jetzt übrigens in der Anästhesie. Wir können durch
andere Medikamente für Narkosen, das hast du sicher auch schon gehört, wenn wir eben zum Beispiel Desfloran vermeiden, um Narkosen zu machen, haben wir, wenn wir das eine Stunde lang vermeiden, sozusagen gleichzeitig auch eine Autofahrt von München nach Hamburg gespart und hin und zurück. So, deswegen gibt es enorme Einsparpotenziale. Wo siehst du denn die Digitalisierung und die Industrie, die dahinter steht, noch in der Pflicht an der Stelle? Wo können sie noch einen Beitrag leisten? Sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Man muss ja nochmal einen Punkt bringen, weil, was wir auch geguckt haben, ist zum Beispiel, dass wir in Uniklinikum Bonn, dass wir fast unglaubliche Papierverbrauch haben. Papier, jeder weiß das, Papier bedeutet Bäume fällen. Und Bäume bedeutet Grünes verlieren, wo man auch wieder CO2 speichert und so weiter und so fort. Das heißt, es ist essentiell, so wenig wie möglich Papier zu verbrauchen, wenn es möglich ist. Und wenn wir wirklich digital uns umstellen, kann man das erzielen. Jetzt kann man sagen, das ist ja super. Digitalisierung hat nur Good-Side-Effekte und es gibt ja gar keine schlechte Seite von Digitalisierung. Oder man kann auch sagen, wir müssen es besser analysieren und verstehen und einfach da auch besser zu werden, genauso wie wir das andere ja zu spät verstanden haben und dadurch Nachteile hatten. So, ich bin der Meinung, da gibt es auch viele Sachen. Man muss sich klar machen, dass jede Computer Elektrizität braucht, allein Energieverbrauch. Man kann hingehen, alle Energieressourcen, Cloud und so weiter, was riesen Rechnerleistung braucht, dass man das energieneutral gestaltet. Das heißt, die Energie, man die sich bezieht, komplett klimaneutral gestaltet, dass man da schon Ersparnis hat. Auf der anderen Seite muss man sich klar machen, Digitalisierung bedeutet viel IT, viel Technologie, viele seltene Metalle, seltene Ressourcen, die wir in unserer Umwelt einfach annehmen und meinen, dass es uns gehört und benutzen das und schmeißen das in Anführungszeichen weg. Das ist natürlich gar nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen im Sinne der Kreislaufwirtschaft und Kreislaufwirtschaft, das ist eine Begrifflichkeit aus den 70er Jahren, Circular Economy auf Englisch, das ist die Idee sozusagen, dass wir die Ressourcen, die Natur uns anbietet, dass wir es nicht verbrauchen und insbesondere vernichten, sondern verbrauchen und immer wieder recyceln und wieder in der Kreislaufwirtschaft zurückbringen, damit wir so wenig Ressourcen aus unserer Erde, egal wo es ist, herkommt, aus Afrika, Amerika oder Asien ist, dass wir diese Ressourcen so wenig wie möglich anfassen. Das ist die eine Seite. Und das ist die wirtschaftliche Seite. Aber man muss auch sich klar machen, dass United Nations hat damit sehr früh angefangen und wir haben Sustainable Development Goals definiert, 17 Stück. Wir sehen das auf dem Dia. Das sind verschiedene Bereiche, das ist, geht um viel Größeres. Also es geht nicht nur allein um Erde, es geht um Hunger auf der Erde, soziale Ebenen, die genauso wichtig sind neben unserer Erde. Es geht um die Meere, die Wasser, die Tiere, die Biodiversität, die wir schützen müssen. Und man muss sich einfach klar machen bei dem 17. Goal, dass man Partner finden sollte, damit man diese Ziele umsetzen soll. Das heißt, das sollte jede Firma das sich am Herzen nehmen. Viele Firmen, die sozusagen börsennotiert sind, machen das schon. Ich werde jetzt keinen Namen nehmen, damit ich keine Werbung mache für bestimmte Firmen, aber die großen Unternehmen machen das schon. Und abgesehen davon, unsere Bundesregierung, unser Gesundheitsministerium, Umweltministerium benutzen die gleichen Sprache. Man muss sich sozusagen als eine Sprache vorstellen, was ich mache, wo habe ich Vorteile, wo habe ich Nachteile. Dass man sich das klar macht, dass man sich das vor Auge führt, das ist sehr gut. Und eine andere sozusagen Buchstabenreihenfolge, ähnlich klingt, nicht wie SDG, ESG, ist, beinhaltet das Gleiche. Der geht sozusagen einen Schritt runter auf der Firmenebene, dass man guckt, wie man Firmen in dem Sinne gestaltet. Und die Idee ist sozusagen E für Environment, Umwelt, S für Socials, Soziales und G für Corporate Governance. Das heißt, dass ich meine Unternehmen so führe, dass es auch wirklich nachhaltiger ist. Ja, das ist sozusagen, das sind die Ideen. Und wenn man die umsetzen würde, und man sieht ja, dass das viele umsetzen und erfolgreich umsetzen, nicht nur einfach als Werbezwecke, sondern auch inhaltlich und Vorteile bringen, ist das sehr erfolgreich. Meinst du, dass es hilfreich ist, wenn wir hingehen würden und ab morgen sagen, wir lieben Digitalisierung, ab morgen lass uns mal ein paar Zertifizierungen einzuführen, damit wir einfach besser werden? Meinst du, dass das Sinn macht? Ja, noch zwei Sachen, zwei Anmerkungen. Also erstmal zur Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, die Sicherheit von Lieferketten ist ein Thema, was jetzt auch relevant geworden ist in der Pandemie. Wir haben
ja, das Problem, dass wenn wir Einwegprodukte brauchen, dann sind wir angewiesen darauf, dass sie billig irgendwo anders hergestellt werden. Und wenn dann pandemiebedingt letztendlich die Lieferketten nicht mehr funktionieren, dann haben wir hier ein Versorgungsproblem, was sicherheitsrelevant ist. Wir hatten zum Beispiel eine Zeit, wo wir nicht wussten, ob wir genügend Masken bekommen. Wir haben sie dann bekommen, aber trotzdem war es unsicher. Später hat sich noch ein Containerschiff im Suezkanal verkeilt. Dann war an der Stelle auch Lieferengpässe. Das sind hier Industriewender nicht gelaufen deswegen. Deswegen haben wir auch an der Stelle durch die Kreislaufwirtschaft einfach einen Zusatz an Sicherheit. Bei ESG-Kriterien in Bezug auf die Firmen, bevor ich jetzt auf die Zertifizierung komme, spielt natürlich eine Rolle, oder das wissen wir jetzt auch einfach in der Rückschau, wenn man sich Kapitalanlagen anschaut über die letzten 18 Monate zum Beispiel, dass die Industrien, die ESG-Kriterien berücksichtigen, dass die eine bessere Performance haben. Das sieht man einfach in den entsprechenden Indizes so. Das heißt, das hat tatsächlich auch eine ökonomische Relevanz. Jetzt fragst du mich ganz konkret nach nach Zertifizierung. Und an der Stelle zeige ich nochmal eine andere Folie kurz, weil eine Zertifizierung ist für mich in meinem Laienverständnis ein hochadministrativer Prozess. Und da muss man einmal diese Folie dagegen halten. Wir sehen hier letztendlich viele Ökosysteme auf planetarer Ebene, die wir zunehmend überschreiten. Und da gibt es letztendlich, wir reden immer vom Klimawandel, und da sind wir letztendlich jetzt erst in einem Bereich, wo es anfängt, gefährlich zu werden. Wir haben andere Bereiche, die wir jetzt noch gar nicht detailliert besprochen haben, wie zum Beispiel der Verlust an Biodiversität, wo wir die sogenannten sicheren Handlungsraum längst verlassen haben. Und auch übrigens die Pandemie hat was mit einer Abnahme von Biodiversität zu tun an der Stelle, weil wir einfach durch unsere raumgreifende Lebensweise viel näher auch an Wildtiere herangeraten. Und deswegen sind ja auch einfach über 60% der Infektionskrankheiten Zoonosen, das heißt von Tieren auf Menschen übertragen. So, das heißt, wir haben hier übrigens hier unten noch Stickstoff und Phosphor. Das heißt, dadurch, dass wir ganz viel Stickstoff aus der Atmosphäre holen und auf unseren Äckern versprühen und der dann letztendlich auf verschiedenen Wegen, weil wir ja glauben, so viel Fleisch essen zu müssen, wieder im Meer landet, haben wir auch an der Stelle massive Eingriffe in die Biodiversität und gefährden letztendlich damit unsere eigene Existenzgrundlage. Ich nehme jetzt mal die Folie an der Stelle nochmal raus. So, deswegen Zertifizierung. Ich glaube, es geht in drei Sachen im Moment. Es geht darum, dass wir bei den Entscheidern in den Einrichtungen Nachhaltigkeitskriterien mit reinbringen in den Einkauf. Wenn dann jemand eine Zertifizierung hat, ist das natürlich von Vorteil. Aber weil wir eben diese breite Mobilisierung sehen, im Gesundheitssehen und die Auswirkungen sehen, wir haben das ja zusammen durchdekliniert, jetzt in deinem Fall für die Unfallchirurgie, ist klar, dass das keine Frage ist von, am Ende ist es auch eine ökonomische Frage, aber es ist vor allem nicht nur eine ökonomische Frage, sondern es ist eine medizinische Frage, dass wir das machen müssen. Und deswegen kriegen wir ja den Gesundheitssektor an der Stelle jetzt mobilisiert, weil wir letztendlich aus medizinischen Gründen sagen müssen, wir brauchen Nachhaltigkeitskriterien im Einkauf. So, deswegen wird Zertifizierung zunehmend eine Rolle spielen, aber es darf nicht zu einer Zeitverzögerung führen, weil handeln können wir schon jetzt. Ja. Dazu wissen wir genug. Das Zweite übrigens, was noch nicht ganz verstanden ist, dass wir durch die in der Interaktion mit den Landesregierungen, die einen wesentlichen Teil der Investitionskosten tragen muss und trägt, Spielräume haben in Bezug auf Nachhaltigkeit, die wir noch gar nicht ausschöpfen, weil wir in der Fläche die Handlungsspielräume nicht kennen im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die im Moment vorherrschen und letztendlich dann auch vergaberechtlich den Faktor Ökologie nicht richtig abbilden, obwohl das möglich ist. Ja. So, aber ganz am Ende ist es trotzdem noch so, dass wir Gesetze ändern müssen. Wir brauchen Anreize im Gesundheitssystem und nicht nur die Anreize, nachhaltiger zu werden, sondern wir brauchen letztendlich die Verankerung und das Ziel, dass wir das müssen. Und deswegen werden wir uns alle bewegen. Und an der Stelle sehe ich natürlich auch, dass die Digitalisierung als eine zentrale Herausforderung in der nächsten Dekade für den Gesundheitssektor nur funktionieren kann, wenn wir sie auch gemeinsam denken und umsetzen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Vielen Dank. Also, wie kann ich das so zusammenfassen? Ich mache es mit einem persönlichen Geschichte, bringe ich zu Ende. Man sagt immer, wie kommst du denn als Orthopäde und Unfallchirurg, hast du nichts zu tun, zur Nachhaltigkeit? Und dann bringe ich mal das Beispiel, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 8 Jahre. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn, wenn sie mich in 10, 15 Jahren, 20 Jahren fragt,
Ob er damals, wo es das Klimawandel so aufkam, was hast du denn damals gemacht? Ich kann natürlich sagen, ich bin der große Arzt gewesen, der alles gerettet hat. Ich glaube, das wird dir nicht zufriedenstellen. Deswegen muss man alle anfangen und an eigene Nase fassen und beginnen. Und deswegen Zertifizierungen sind zwar gut, hilfreich vielleicht, aber wenn man sich ehrlich ist, wir finden alle Gründe, das war ein persönlicher Grund, was ich genannt habe, also es gibt tausend gute Gründe, warum wir das machen sollten, warum wir unser Boot, wie unsere Erde ist, sozusagen, wir haben nur ein Boot, wir können nicht auf ein anderes Boot rüberspringen, also Mars und die anderen Planeten sind zu weit weg, dass wir einfach wechseln können. Und ich glaube, die sind nicht so schön wie unsere Erde. Muss man sich einfach klar machen, dass wir das so gut machen, damit wir für die nachkommenden Generationen nicht nur Menschen, auch Tiere und Pflanzen sorgen können, dass wir so eine schöne Erde behalten können, oder? Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Mir fällt noch ein kleines Bild ab, vielleicht noch, um das abzuschließen. Wir haben, wobei du es schon hervorragend abgeschlossen hast, wir haben nicht Zeit, ein zweites Boot zu bauen. Ja? Und es ist so ein Reflex, den wir immer wieder merken, dass man gesagt ist, okay, das müssen die Fridays for Future-Leute jetzt machen oder die nachfolgende Generation oder die Studenten. Und das Problem ist, wir haben die Zeit nicht. Das heißt, wir haben nicht Zeit für einen Marsch durch die Institutionen, so wie das ja beschrieben wird, auch in den politischen Bewegungen der 60er, sondern es müssen genau die machen, die jetzt an der Macht sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass leitende Oberärzte, wie du einer bist, sich an der Stelle exponieren. Im Moment kann man es vielleicht so sagen, exponieren, aber letztendlich damit ganz wichtige Punkte auf den Weg bringen. Danke dir. Vielen Dank für das Gespräch.